Und wenn ich zu viel Mist laber, kann ich es einfach rausschneiden. So, what's up, peoples? Wir müssen direkt anfangen, weil ich habe das Essen schon gemacht. Wir reden gleich rüber. Ich muss erstmal probieren. What a great start. Itadakimasu. Mmh. Mhm. I get it. So, let's go. Das hier ist gerade voll der Trend auf TikTok. Und ich wollte schon die ganze Zeit probieren. Aber ich dachte, probier's mal hier, weil... Einfach weil. Und ganz ehrlich, ist mega lecker. Ja, yeah, try it, do it. It's delicious. Und wieso ich heute ein bisschen spät dran bin? Ich habe meinen Ansatz gefärbt und es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich habe auch ein bisschen geeiert, mehr als ich gedacht habe. Aber ist okay. Ja. Ja. Ist auf jeden Fall todeslecker. Ich glaube, es geht mit allen Rahmen. Ich habe irgendwelche Rahmen gerade genommen, die ich zu Hause habe, wo ich so dachte, die sind's. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich muss das schon wieder so ein TikTok made me do this. Auf TikTok, manchmal lernst du Sachen. Das ist krass. Da ist auf jeden Fall viel Schrott dabei. Das auf jeden Fall. Aber manchmal gibt es so Lifehacks. Die lerne ich nur auf TikTok. Das Einzige, was bei TikTok ein bisschen ungeil ist, dass es super addictive. Addicted ist. Addictive? Addicted? Ja, manchmal, ich kann aber nicht aufhören zu schauen. Ich denke mir so, ich bin kurz auf TikTok. Auf einmal bin ich schon eine halbe Stunde, eine Stunde auf TikTok. Ich war so. Der Mensch ist ja voll das Gewohnheitstier, weil da alles jetzt so kurzlebig ist und alles so eine Sekunde hoch, 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 alles weggeswiped ist. Ist meine Konzentrationsspanne auch wirklich noch schlimmer geworden als vorher. Und meine Aufmerksamkeit auch. Es klebt einfach alles viel zu schnell auf dieser App. Deswegen mag ich eigentlich YouTube voll, weil ich hier einfach sitzen kann und einfach labern kann. Und wenn ich zu viel Mist laber, kann ich es einfach rausschneiden. Kennt ihr das? Ich muss mit Wasser heute überleben. Ich will mal wenigstens so ein bisschen coole Getränke haben, wenn ich YouTube-Videos drehe. Aber ich habe es einfach vergessen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ah nee, da muss ich nicht einkaufen. Aber am Freitag, da muss ich einkaufen. Genau an dem Tag. Wo die Läden natürlich zu haben. An dem Tag muss ich einkaufen. Natürlich nicht. Deswegen haben wir nur Wasser, aber ist okay. Aber wisst ihr, was ich meine? Ist es bei euch auch so? Bei mir ist es extrem. Manchmal gehe ich so eine Woche nicht einkaufen. Ist kein Problem. Dann genau an dem Feiertag, genau am Sonntag, an dem Feiertag, genau an dem Tag brauche ich irgendwas und muss einkaufen gehen. Schon fast fertig. Das macht's richtig lecker. Ich weiß halt auch nicht, was das Originalvideo ist. Ich habe so viele Videos davon gesehen. Aber das Ding an diesem Gericht ist einfach, ihr macht in eine Schüssel, macht ihr einfach Knoblauch, Ei, Cupin Mayo und ein Seasoning von euren Rahmen, egal welche. Ich habe es echt mit verschiedenen Rahmen gesehen. Es gibt keine speziellen Rahmen, die jetzt benutzt haben. Ich habe die hier benutzt. Dann mischt ihr das alles zusammen. Dann kocht ihr eure Nudeln wie immer. Gebt dann was von der Brühe rein und rührt das alles um. Und dann wird das so richtig, richtig cremig. I love it. Schmeckt so, als wäre Käse drin, aber da ist gar kein Käse drin. Mit Käse wäre es bestimmt auch noch richtig geil. Also generell ist es voll die geile Base. Und man kann eigentlich noch voll viel damit machen. Ich glaube, noch mit ein bisschen Reis ist auf jeden Fall geil. Ich glaube schon mit ein bisschen Reis. Ich habe jetzt noch Reis reingemacht. Einfach weil die Brühe so lecker ist. Ich weiß, Rahmenwasser ist nicht so gesund, aber wie oft esst ihr denn schon Rahmen? Ich hoffe nicht zu oft. Also Instant-Rahmen. Ich weiß gar nicht, ob ich zu oft esse. Keine Ahnung. Mmh. Mhm. Wenn ihr Reis am Ende noch reinmacht, ist es auch richtig lecker. Eigentlich mache ich das nicht immer, Reis rein. Erstens, weil ich danach keinen Hunger mehr habe, aber ich habe es jetzt so schnell gegessen, dass ich noch Hunger habe. Manchmal eier ich hier eine Stunde rum und esse fast eine Stunde lang. Deswegen kommt mein Sättigungsgefühl einfach, weil ich zu langsam esse.
Ich habe diese Rahmen jetzt einfach zu schnell gegessen, dass ich noch Hunger habe. Deswegen ist mir das so. So ist auf jeden Fall lecker. Ich ramble vor rum. Ich habe auch gerade meine Mitbewohner probieren lassen. Ich fand es auch richtig lecker. Ich meine es halt ernst. Normale Rahmen. Also normale Shin-Rahmen oder was weiß ich. Werde ich wahrscheinlich nur noch so machen. Oder oft so machen. Und? Was auch voll gut ist. Für die, die nicht so scharf essen können, das mildert es voll runter. Also, falls ihr nicht so scharf essen könnt, das ist genau euer Ding. Ich wünschte, ich könnte schärfer essen, aber ich kann es nicht. Und ich bin hier schon ein bisschen so. Und das ist, glaube ich, eine der milderen Suppen. Und dadurch ist es sogar noch milderer. Koreanische Nudeln sind einfach viel zu scharf für mich. Ich mache meistens immer nur die Hälfte der Packung rein. Oder halt nicht alles. Aber hier habe ich jetzt gerade alles reingemacht, damit ich den vollen Geschmack habe. Aber meistens mache ich nicht immer alles rein. Das Geile an koreanischen Nudeln, Instant-Nudeln, an koreanischen Instant-Nudeln, sind die Nudeln. Let's be honest. Die machen einfach die besten Ramen-Nudeln. So, von der Brühe her gibt es andere Ramen, die ich viel mehr feiere. Aber die Nudeln sind immer so dick und chewy. I love it. Das ist das, was ich so an koreanischen Ramen so mag. Aber ich esse halt nicht so oft. Weil scharf und Bauchschmerzen, Toilette. Aber das ist gut. Ich gebe das meinem Mitbewohner. Ich kann auch mehr. Gerade eben habe ich noch gesagt, dass ich gerade noch Hunger habe. 2 Sekunden später, sättiges Gefühl da, ich kann nicht mehr essen. Dieses Video ist richtig. Ich ramble heute frei rum, weil mein Kopf ist gerade nicht hier, sondern ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich noch gleich anfangen muss zu streamen. Deswegen, oh Mann. Ich wollte es aber jetzt unbedingt noch filmen, deswegen habe ich alles so schnell gemacht und jetzt sind wir hier. Das ist, was ihr bekommt. Ich mache jetzt Shameless Self-Promo. Ich streame jeden Freitag. Abend, so gegen 9, 10 Uhr auf Twitch. Ich verlinke es euch unten oben. Keine Ahnung. Kommt vorbei, wenn ihr wollt. Ich kann euch noch nicht sagen, was wir genau streamen, weil ich noch nicht so meins gefunden habe, was ich so streame. Aber einfach reinkommen, reden. Keine Ahnung. Genug Self-Promo. Es geht jetzt um Poppy. Nicht auf den Tisch springen. Du bist keine Katze. Du gehörst nicht auf den Tisch. That's it for today. Und wir sehen uns.